Soldat sein ist nicht leicht. Wenn es um Mahlzeiten an der Front geht, darf man nicht zu anspruchsvoll sein. Doch in Frankreich wird alles getan, damit auch Soldaten nicht auf die französische Gourmetküche verzichten müssen. Hier in der Kochschule von Paul Bocuse in Lyon stellen sich die besten 8 Militärköche den Schiedsrichtern. Ihre Aufgabe? Ein Gourmet-Essen zaubern unter Bedingungen wie an der Front. Und kein Gericht darf mehr als 7,62 Euro kosten. Das Budget einzuhalten war sehr kompliziert. Eine sehr limitierte Produktauswahl, wenig Zeit. Das war das Schwierigste, nicht genügend Zeit. Es kam an auf Aussehen und Geschmack. Für die Streitkräfte ist die begrenzte Zeit sehr wichtig. Es darf auch nicht zu teuer sein. Die Produkte sollen dennoch von guter Qualität sein. Das kann variieren, je nachdem, wo in der Welt die Soldaten sind. Die Gastronomie ist für den französischen Soldaten von äußerster Wichtigkeit. Ich würde sagen, es ist entscheidend für Motivation und Laune der Soldaten.